They've got reinforcements coming. Können die alle wegballern jetzt mit dem Ding? Du bist jetzt auf der gleichen Map wie eben, oder? Ja. 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 Ja, jetzt gehst du halt den Weg, der gerade verschlossen war, zurück. Also? Ja, ja. The enemy's attacking! Going to alert status! Understood. Dispatching reinforcements. Proceed with the Nadel gleich wieder auf. Musst du gar nicht machen. Die Kotter kommen jetzt Verstärkung und treten wieder wach. Ah, ist recht. Ach, da unten stand noch einer. Ach, scheiße. Aber da kommen müssen jetzt ja auch dann da. Genau. Zwei. What is it? Ja, dann, die gehen ja auch bestimmt irgendwo. Du hast auch nur 30 Schuss, ne? Ja. Das lief ja nicht so gut. Nee. Zielkreuz. Naja. Da könntest du jetzt sicher auch versuchen durchzuschleichen. Ohne die jetzt, du hast ja oder deinen Raketenwerfer da hinten auf die Fässer. Auch möglich. Aber gehen die nicht irgendwann wieder? Ja, aber das ist ja, was ich mir gerade denke, ist, du hast ja eh nur 10 Recovery-Dinger. Ja. Und dann gibt es ja auch noch irgendwelche Gefangene, die du befreien kannst. Ja, also du das besser ja, ist. Ich denke, ich würde davon ausgehen, gerade, dass du eh mehr als 10 findest. Ja. Ohne das jetzt sicher zu wissen. Gleich ist Alert auch wieder vorbei. Könntest von da oben schon versuchen, die Gegner zu befreien. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja. Einfach da über die Mauer. Ja, ich warte kurz ab, bis sie. Die sind weg. So, da steht einer und da sind die anderen jetzt hin. Direkt unter dir, glaube ich. Möglicherweise, wir werden es herausfinden. Nee, direkt unten. Unter dir. Glaubst du uns einfach? Kannst du da drüber springen? Nee. Ja, das ist ein bisschen schade. Da kannst du einfach rüberrollen. Yes. Ja. Ah ja, das hat richtig viel gebracht. Gott sei Dank haben wir diese Secrets alle gefunden. Danke, Spiel. Und dass ich jetzt auch viel bessere Übersicht habe als vorher, ist. Also, es leuchtet immer so ein bisschen rötlich. Dann go, das ist gerade vorbeigelaufen. Ja. Links noch einer? Enemies close by! Entschuldigung. Kannst du ja nicht wissen. Niemals. Wie es aussieht, wenn er als eigentlich vereidigt ist, er so läuft. Ich kann mich nicht angucken, wie das aussieht mit dem. Doch, du hast Energie verloren. Echt? Ich hab gar nicht gesehen, wo ich eine Energieanzeige hab. Unten links. Ich brauch ihn doch nicht, Robin! Entschuldigung. Energieanzeige. Folgen mir jetzt? Also, Alarmmusik ist da. Ja. Oh. Ich frage, ob die jetzt nachkommen, weil das glaube ich nicht, weil das so fette Ladezeiten zwischen sind. Good, you shook them. They're still looking though. Don't make it easy for them. Dich nehmen wir aber mit. Smooth. Dann nehmen wir den auch mit. Einfach nur, weil wir es jetzt können. Da ist eine Ration rum. Ultimate Recovery Helicopter is complete. So, ich wollte mal kurz gucken, wo wir müssen einfach nur wieder zurück. Okay, ich dachte hier ist schon. Fulton Recovery Subject confirmed on board helicopter. Sagen die auch mal durch. Wir haben einen verpasst. Leider in den Rotor geschreddert. Wir haben den Typen gekriegt. Was ist mit dem anderen? Wir haben den einen gekriegt und der andere so im Weltall. Ja. Den Heliumballons tragen dich bis ins All. Ist da jetzt Kritik oder was? Wie trainiert und leicht du bist. Ja, so. Ah, jetzt ist der Bridge. Ja. Bridge. Der ist der Bridge. Oh, das könnte auch nochmal heikel werden. Ja, siehst du ja gleich. Das Baumstamm nicht heikel. Ha! Heikel? I made a plan. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. Drop the base. Was ich mir gerade auch vorstellen könnte, ist, dass diese Sachgegenstände auf der Base direkt in GMP umgewandelt werden, aber das weiß ich auch nicht. Two dudes. One bridge. Ja, perfekt. Das ist so ein Raketenwerfer-Moment. Ja, jetzt gerade zwei Dinger gehabt.
weil du das Wort des Trinks. Ich bin 3 und 4 auch. Ja. Gehen wir nach links, wenn du mit Ausgehen ausgerüstet hast. Naja, so wie du gerade gezielt hast, als das. Ach so, hier. Weil du halt nicht dahin schießt, wo du gerade hinguckst, weil zwischen all was im Weg ist. Ja, das ist jetzt nicht nach. Aber du weißt. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Wollen wir die mitnehmen? Klar. Nicht, dass wir dann nachher keine Gefangene mitnehmen können. Sorry, no rescue for you. Ja, ich soll dann laufen. Soll sich selbst einen Luftballon aufblasen. Du musst jetzt einen T-Rex unten lang laufen. Gibt es eine Szene in Dino Crisis? Ja, ja. Hab ich wohl schon zweimal gesehen, die Szene. Die ist gut. Gute Szene. Beste Szene? Meistens, nee. Mm-mm. Aber gute Szene. Aber schon beste Szene von denen, die ich gesehen habe. Ja. Es gibt aber noch sehr viel bessere Szenen in Dino Crisis 2. Das war sehr informationsreich. Just one? Good talk. Just one guy? Just one? Weißt du was? Und 10 Krokodile hier im Sumpf. Ja. Die nehmen wir jetzt auch mit. Ja? Das noch, das noch, dann hast du noch 3, ne? Ah, das ist mit 2, ich lass die hier. Das ist was? Zu heikel! Zu heikel? Oh, der war aber gut getarnt. Weißt du, wer auch gut getarnt ist? Eine Wache. Oh. Hat er sich wirklich in dem Moment, wo ich ihm im Hinterkopf schießen wollte, einfach weggedreht. Wie viel habe ich jetzt noch? Ein paar, okay. Ein paar. Ich glaube 18, wenn ja. Ich diese quere Zahl da richtig dann... Soll ich ihn mal hauen? War dann schneller auf, ne? 12 Gauge. Sehr gut. Freeze Gras. Hat er schon. Das ist eine Hintergrundgeräusche, was, nee, was glaube ich, Kröten sein sollen. Hört sich ein bisschen an wie ein Geigerzähler. Vielleicht ist es die ganze Zeit Snake. You're radioactive. 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 Careful now. They might be holding FSL and soldiers prisoner. Ja, das ist es. Das kann ich mich sogar noch erinnern. Da sind sie. Da sitzen die irgendwie rum, glaube ich. Okay, so ein bisschen da links wahrscheinlich, ne? Da in diesem Kalabuff. Da hinten kommt einer. Kommt zwei. Nicht zu weit zurücklaufen. Ja, aber so weit bin ich jetzt. Man sieht die Map voll. Nobody. Ist hier irgendwie ein Hund? Schon mal sieht die Map, du hast recht. Ja, das war ein bisschen. War nicht konzentriert. Das auch nicht. Das war ein First Shot. Ich weiß nicht, ob die das an sich vorbei zwischen hören. Das klang wie ein Betäubungs. Vielleicht sollte ich mit. Das sind wohl die most famous last words. Vielleicht sollte ich mich Ob ich den von hier treffe? Klar. Von hier? Ja. Das ist, da muss man schon Skill haben. Nee, das ist das. Ich das fand ist, wirklich, das ist so dumm, so, das so. Ach geil, du hast neu gefunden. Okay. Das ist echt nicht so schlau eigentlich, dass Leute wegzuballern, die man, wo man nicht einschätzen kann, ob direkt einer daneben steht. Naja, bei Betäubungspistolen werden ja nur wachgetreten. Mehr passiert ja nicht, wird ja keine Alarm ausgelöst. Okay. So, wir haben also mehr von den Dingern und jetzt haben wir. 9. 12 insgesamt. Nein, 9. Nein, da unten rechts ist das ist meine Pistole. Jetzt haben wir 9. Makes sense. Da kommen wir nur von einer Seite rein. Kurz überlegt, runter durchzukriegen? Ja. Das auch gerade. Ah, schade. Da ist ein Pusser noch. Ja. Das ist ja, die kannst du auch durch die Decke übrigens. Das wäre ein bisschen schlecht. Press the action button in front of a prisoner to take them to mother base using the Fulton recovery. Der denkt so, hurra, ich werde mal frei. Da, geil. Gut. Oh mein Gott! Sehr schön. Jesus, Twin Barrel Shotgun. Natürlich. Das wird dann nicht mehr ganz so sneaky, glaube ich. Ach, guck mal, also Kunden lohnt sich auch. Du findest sie auch einfach in der Mission da rumliegen. Ja.
Damn you! Wenn du halt jemanden nur so triffst, aber der nicht sofort einschläft und du dann schon wegguckst, wird halt sobald der einschläft, wird halt dieser blaue Kreis angezeigt, auch wenn du nicht auf ihn zielst, sodass du quasi weißt, dass der eingeschlafen ist. Ah ja, okay. Wollen wir noch mitnehmen? Klar, wir haben noch jetzt genug. Sechs. Aber da wird doch irgendwo bestimmt noch ein Prisoner sein, oder? Ja, ich auch nicht aus. Alles in Ordnung. Nee, das war zu heikel. Da lag auch noch irgendwo einer. Einen haben wir noch weggehauen. Die Tico? Wir waren da schon. Hä? Ist der rein hinten? Ne, da kommt er. Der geht da durchs Tor. Ja, den will ich nur weghauen. Soon as he opens the door, he does not do that. Er hat mich gehört. Nein. Der könnte doch einfach links reingegangen sein. Ja, nee. Guck mal, wir kommen hier nämlich hinter dem Tor raus da. Ach so, okay, ja. Aber dann, ich hau den doch erstmal weg, bevor wir dann da rechts ins Haus reingehen. Ja, aber da musst du wieder zurückgehen. Ja, aber wenn ich da jetzt vorbeigehe und er mich sieht, ist scheiße. Aber du siehst doch, wenn der den Rücken zugedreht hat. Robin? Schmetterling? Komm hier! Ich dachte, du hast mich jetzt Schmetterling genannt. Erst war ich glücklich, dann nicht mehr. Schmetterlings? Ich will nicht, dass der mich dann da sieht und dann ist wieder Ärger und dann sage ich, wäre ich, hätte ich ihn mal, und dann sagt ihr, ja, warum hast du es nicht gemacht? Und dann, Robin hat gesagt, ja, hör doch nicht immer auf Robin. Ja, hast du recht, meistens mal nicht. So, so ungefähr würde das ablaufen. Ich jetzt volle Walkthrough von Time to 3 in a nutshell. Do it like this or don't. Danke. Mir ist da was eingefallen. Das war so gut. Schreibt so ein Walkthrough Seite 300. Oh. Übrigens auf Seite 12. Ist mir gerade eingefallen, aber das war Quatsch. Falls ihr das jetzt doch gemacht habt, nicht the best idea. Ja, da ist nämlich auch noch einer drin. Hier. Ich dachte gerade kurz, ich hatte irgendwie jemand gesehen. Ja, das wäre ärgerlich gewesen. Warum, wenn die wissen, dass das ihre Erklärung ist mit den Ballons? Ist das übrigens wieder mein Silencer da, das rote? Ja. Ja, weil du sonst hier einfach nicht, du kannst ja keine Leichen, keine Körper tragen, also kannst du die einfach in Gebäuden nicht benutzen, du kannst keine Gebäude machen. Aber warum dann nicht einfach die Mechanik wieder rein? Wieso kommt der denn? Dass man Leute tragen kann. Weil das mit der Steuerung dann wieder, muss seine Steuerung wieder komplett ändern. Nur damit das eine Ding nicht so, also das, da wäre ja keine Relation von Sinn und Nutzen. Oder von Aufwand und Nutzen. Ich weiß nicht, irgendwie stört mich das, dass man die durch Häuser hebt. Also es ist schon so sehr absurd, wie mich halt. Ich weiß, was du meinst. Aber ich akzeptiere das jetzt einfach als. Es ist so. Also weißt du, es ist so ein bisschen dieses. Ja, weil sonst um Metal Gear. Ja, ich habe um die Ecke. Metal Gear versucht immer jede. Kleinigkeit irgendwie zu erklären. Na, ich sagte, aber haben wir schon die ganzen Tapes gerade gehört? Das wird irgendwo hier in dem Spiel oder in 5 wird das angesprochen. Ja, I doubt that. Ich glaube, die wissen, dass es so dämlich ist, dass sie das nicht erklären können. Also dieses, weil das ist ja ich wirklich... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ja schon was zugehört habe. Aber das ist durch die Häuser, Dächer und so, das, wie willst du das, also... Ja, ich meine, die haben schon Sachen erklärt, die man nicht erklären kann, indem sie gesagt haben, frag das nicht, Snake. Ja, gut, ja, aber das ist ja... Was ist das denn? Das ist ja dann nicht erklärt. Oh. Ich glaube, den kann man nicht im Kopf schließen. Wenn sie über alle Dinge beschweren, die keinen Sinn ergeben in das Feld von Metal Gear Solid und nicht richtig erklärt werden, dann sind wir lange da. Das macht Tom ja gar nicht. Es ist eigentlich selten so offensiv, dass Leute durch Gebäude klippen. Looks like there's no way around him. You up for this, Nick? Yeah, Lifetime G. Warum? Ich finde auch diese Kill Bill Musik kommt. Kann das sein, dass ich keinen... Gott sei Dank, man kann sich ausrüsten. Bosskämpfe sind eigene Missionen. Hui, ich dachte gerade, ich habe nur den Raketenwerfer Panik, ne? Dabei, obwohl der gar nicht so schlecht wäre gegen das Ding eigentlich. Ich habe nur einen Raketenwerfer gegen dieses Auto. Soll ich das denn schaffen? Das machen wir doch, oder? Das können wir noch machen, da würde ich mich aber auch noch ausrüsten für ein D. Jetzt dürften ja die Entwicklung auch fertig sein, oder? Ja, sollten eigentlich. Endmission 8, hätten wir den einen auch noch mitnehmen können.
Okay, naked. Naked, naked, naked. Ja, ich würde, glaube ich, den Bosskampf machen noch, weil das nächste Mal mit dem Bosskampf anfangen, die nächste Session ist auch immer scheiße. Das wird eine reine Baller-Session, ja? Ja. We both know you're the reason MSF's grown so much, but it's time we started putting more thought into provisions. Good point. A place this big needs a good stockpile on hand. The Japanese say, you can't fight on an empty stomach. Something we learned in World War II. Obviously. Maintaining a steady supply of provisions is one of the basic principles of logistics. So I went ahead and set up a mess hall team. The team members' numbers and abilities will affect the amount of grub to go around. Without enough food, morale will drop. They get hungry enough, and we could start losing people. Anyway, I need you to assign guys to the mess hall team. Ah, ja, das meiste. Ja, ach, das war jetzt, verstehe ich. Ach, das, ich mag das. Das ist schön. Ich muss mal nochmal einmal durch die Liste durchgehen und nochmal neu. Ja. Assignen. Ja. So food and increase your food supply rate, you can also develop high rank recovery items. Nice. Bergkaliber Kompel, das ist die, du willst. Ja. Da ist die Sniper Rifle. Smoke Grenade. Okay, haben wir ja alles im Moment. Das sind die. Das ist einer, der da besser geworden ist. Stuff Mode is falling, weil wir keine bei der Messball haben. Ja. Okay. Okay. Dann machen wir das erstmal. Ja, warum nicht? Na gut. You will need to supply sufficient provisions according to the size of your mother base staff. Your current food supply is represented by food in the upper right of the screen. When food is greater than 100%, soldier morale will rise, enabling soldiers to perform beyond their natural abilities. On the other hand, if food is below, morale will fall. Eigentlich kann ich das nicht, aber heute Morgen war das Frühstück so gut. If morale falls too low, soldiers will defect and ultimately leave the base. Assigning adequate staff to the mess hall team will ensure that everyone receives ample provisions. Okay, dann sollten wir eigentlich nochmal. Die können wir jetzt ja automatisch machen. Die kannst du auf jeden Fall automatisch machen, aber ich würde dann halt nochmal durch die. Oh, jetzt ist er schon. Shotgun. Ah, okay. Fulton Recovery ist in 2. Sehr gut. Okay, jetzt einmal durchgehen. Der kommt auf jeden Fall in die Mess Hall. Können wir nicht auch hier. Ah, ne, hier kann man hier nicht. Es werden jetzt nicht so viel sein, die mehr da, der. Den noch. Das war's. Zwei. Den noch? Ja, der da drüber, glaube ich, auch. Ja. Okay, so, das einmal. Das sieht aber alles ganz gut aus. Ja. Okay, und das ist dann nur 233. Das ist schon. Ist doch schon für den Anfang nicht schlecht. So, dann, was haben wir denn? Nix. Achso, doch, ja, die tun. Okay. Und bei Items, die. Ja. Was bringt das dann? Ist egal. So oder so. That's it. Wunderbar. Okay. Okay, so, das heißt, jetzt würde ein Boss, da kam ein Panzer und 4 Leute. Das war aber unangenehm. Das ist halt so ein Ding, wofür dann die 4 Spieler. Ah, okay. Aber habe ich jetzt einen Nachteil, weil ich nur alleine bin? Also, es ist ein großer Kritik vom Spiel, dass alle Bosskämpfe alleine schwerer wären, aber ich habe sie auch auf PSP alleine alle gespielt, ohne die Probleme zu haben. Deswegen, also ich fand's immer okay. Ich hab sogar, das hab ich mir nicht in Erinnerung, dass es unfassbar schwierig war. Ach so, entweder oder. Ja, da wird das Mission Review wahrscheinlich ganz hilfreich sein. Escorts, ganz anderes Thema. Enemy tanks, armored vehicles and attack choppers are always accompanied by a combat squad. The soldiers are particularly tough on their own. What makes them formidable is how well they work together as a team. As if you didn't have enough to worry about with the machine. Good. I like a challenge. Yeah. We'll see how you feel when you actually have to face them in battle. Snake, whatever you do, don't let them surround you. The last thing you need is to get pushed into the vehicle's kill zone. And pay attention to what your enemies say to each other. You can improve your chances by figuring out what they're planning and using it to preempt their movements. You don't always have to go toe-to-toe to win a fight. Think. Like a gorilla. Got it. Aha. Da passt du denn? Willst du mal wegen Farmen, da findet jetzt der Bosskampf statt, vielleicht gibt es da irgendwelche.
Panama disease was rampant here about 20 years ago, putting a lot of banana plantations out of business. Panama disease? It is caused by a type of fungus. Apparently, it killed all the banana species. Wer will einfach sollen mit Bananen, bis sie die Panama disease bekommen? Cultivated bananas do not produce seeds. You have to remove and transplant part of the stem yourself. You plant them in the fields. So you've got acres of identical plants? See, when one plant is infected, the disease spreads quickly. Species lacking genetic diversity become weak. They grow different bananas. Wie erfährt man sowas? Ich glaube Wikipedia. Ja, aber wie kommst du darauf, das auf Wikipedia, also dann in ein Spiel einzubauen und ist, ich, ja. Neue Data. Oh, ja. Nee. Oder? Nee. Nee. Ja, oh, So, jetzt ist natürlich die Frage, also ich glaube, Granatwerfer ist an sich nicht schlecht. Die brauchen wir hier eigentlich nicht. Naja, du könntest die... Nee, die haben aber so Dinger, Helme aufgehabt, das fände ich sehr seltsam, wenn man die betäuben also könnte. Also in der Vergangenheit war es so, dass es trotzdem ging. Echt? Ja, na, spielen, ja. Trotz der Helme? Also ich glaube, es gab nie Gegner, die nicht, oder? Doch. Wenn die so einen Helm aufgehabt haben, konntest du die doch nicht betäuben mit einem Pfeilenkopf. Ich bin ziemlich sicher, dass das so war. Was hatten der für SS? Er sagt halt, dass du halt nicht das Vehikel ausschalten musst, sondern auch den Squad ausschalten kannst. Nee, er sagt ja entweder oder, sagt er doch. Ja, oder? Das habe ich ja auch gesagt. Ach so. Nee, da ging dein Satz hin, dass ich habe gesagt, nicht er, nur er das sagt ja, dass du entweder das. Entweder habe ich nicht gehört, ich habe nur. Wie kaputt machen kannst. Also. Ja, dann gehen wir. Ich vermute, dass sie das reingemacht haben, damit du auch ohne jemanden zu töten gehst. Ja, okay, probieren wir es mal. Ich probiere es mal mit der Knarre. Ja. Warum ist da rechts eine Deutschlandflagge? Weil wir Deutsch sind? Und beim T sind wir okay, na gut. Ja. Eine komische Deutschlandflagge. Schwarz, rot, gold. Ist das Gold? Das sieht so orange aus. Schwarz, rot, some kind of gold. Wir probieren es mal. Mal gucken, was passiert. Vielleicht ist ja. Ich schieß mal direkt einen im Kopf. Mal gucken, was passiert. Das ist immer die Beste. Das sind auch besten Sätze.